Gut. Mehrere Bundesländer bewirbt. Okay, okay. Kein Problem. Jetzt aber ordentlich. Okay. Niemand hat die Ahnung. Ja. Ja, das geht an alle Polizisten, an alle, die uns hier verarschen, an alle, die meinen, weißt du, wir Menschen wären nichts wert. Wir sind die, die euch euren Job geben, ihr Affen. Okay, yo, check die Lyrics. Okay, yo. Eins ist mir schon lange klar, Gesetze sind zum Brechen da. Erst durch ihre Existenz wird Menschenwürde antastbar. Denk mal drüber nach, durch dieses tolle Land verarscht. Ihr guckt in den Fernseher und hört, der Terror sei am Start. Man müsste Kameras errichten, um den hinzunehmen. Wenn schon in der Zeitung steht, na dann wird's auch stimmen. Ihr fragt mich nach dem Sinn, was soll euch dieser Schwachsinn bringen? Dieser Staat will nicht mehr als uns Bürger in die Knie zwingen. Ich rede von RFID-Chips im Rasierkrieg. Öl, Macht und Reichtum, mal eben kurz mit Krieg erzwingen. Das sind die Lieder, die Politiker und Banker singen. Dieser Song macht Menschen zu Flüchtlingen. Es ist das Eindringen ins Leben von anderen mit wenig Gewalt oder besser konstruktiven Wahnsinn. Alles Schwachsinn und ein Teil der Manipulation. Auch wenn ihr es nicht glauben wollt, das Fernsehen liefert die Fiktion. Und das ist nicht gelogen, das ist mehr als die Wahrheit. In ihrer Einfachheit pervers verteilt. Das ist der Grund, warum ich schreibe und wir als Soldier fight. Hier geht's nicht um mich, hier geht's um weltweite Freiheit. Die anscheinend in letzter Zeit auf der Strecke bleibt, genau wie die uns angeborene instinktive Menschlichkeit. Es ist die Zeit einer völligen Ergebenheit, die weltweit den Kopf bleibt und Spotlight von uns ein. Okay. Wenn ihr meiner Meinung seid, hebt alle die Mittelfinger hoch. Ja. Meine Reaktion auf den momentanen Scheiß, Mittelfinger hoch, Mann. 1 Million um jeden Preis, scheiß mal auf die Polizei, lasse was der Staat meint, denn am Ende besteht sowieso alles aus 0 und 1. Das ist unsere Welt, einfache Komplexität, ferner von jeglicher Mainstream-Realität. Fühl den Beat, mach dich frei, check was Leben heißt, denn am Ende besteht sowieso alles aus 0 und 1. Meine Reaktion auf den momentanen Scheiß, Mittelfinger hoch, Mann. 1 Million um jeden Preis, scheiß mal auf die Polizei, lasse was der Staat meint, denn am Ende besteht sowieso alles aus 0 und 1. Das ist unsere Welt, einfache Komplexität, ferner von jeglicher Mainstream-Realität. Fühl den Beat, mach dich frei, check was Leben heißt, denn am Ende besteht sowieso alles aus 0 und 1. Übertrieben, mies am Arsch. Hauptsache akkurat, immer den Soldat parat. Alles andere beredet man danach im Bundestag. Ja, das ist deren Art, die Sachen in die Hand zu nehmen. Tausende von Möglichkeiten, trotzdem bleibt es nur beim Reden. Doch leider kommt nichts rum und daran kann man heute schon sehen. Wenn du kommst, dann wie immer einfach zu den Akten nehmen, abstempeln, archivieren, seit dem Datum annullieren. Einfach andere Themen nehmen und wissen diskutieren. Bei Terror zivieren und die Bürger infizieren. Oh shit, ja so lässt sich die Welt regieren. Diktieren und diktieren lassen, klares Gleichgewicht. Nur uns ein Schwarz und Weiß, Tod und Leben, Schattenlicht. Warm und kalt, Jung und Alt, Sklaverei und Freiheit. Alles vereint zu einer Einheit, die jetzt Leben heißt. Man kriegt eine Brille auf und alles erscheint rosa-rot. Pops, das sind nun wichtiger als Elektrik und Tumorsohn. Keiner macht Leute, sagt ein Freund, der Otto-Katalog. Die Jedi, ja, digital und analog. Es war ein blauer Vorhang, der den Erdball überzog. Doch hinter diesem Vorhang gab's schon Peitschnieb und Zuckerbrot. In unserer Welt hat freie Meinung leider Hausverbot. Und darum bin ich Musiker, Rebell und noch ein Partidot. Ich gehe an den Wuppertal mit seinen Bergen und mit seiner Schwebebahn. Obwohl der Amboss kriegt, obwohl die Wuppa rauscht. Sauber Jungs! Yeah.